Was ist das für ein geiler Hut? MC Gesicht. Guigts. Und so sieht er auch aus, ey. Untätig. Guy Geets. Okay, komm, wir müssen den hier noch mehr Crap andrehen. Genau hier. Was zur Hölle. Okay. Also Läden und Servicegebäude. Wir haben hier zu viele Bloons und zu wenig Heads, wie ich finde. Das können wir ändern, oder? Was? Nee, 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 nee. Hier, Souvenir. Parts, Alter, was eine Rieselade. No. That's better. Just a momento. No. Ich hätte gerne. Parts fantastic, indeed. Aber das ist ja schon keine Hütte mehr, das hier. Das ist egal. Das war auch schon Heads fantastic. Was soll's, ja? Nee, so viel kann ich hier gar nicht verkaufen. Hier fehlt noch ein Heads. Das ist Bloons. Also können wir neben den Bloons vielleicht auch noch ein Heads bauen. Oder haben wir da drüben ein Heads? Ja, da ist ein Heads. Na gut. Alter, ich weiß nicht, wie ich das umsetzen soll. Wie viele Geschäfte soll ich eigentlich bauen? I don't know. Etabliert. So, Gästepersonal. Geht's denen eigentlich so? Mal nach Zufriedenheit sortieren. Das war's so rum. Gut, hier mehr Geld. Das jetzt mal besser? Irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Mhm. Alright. So. Wie sieht's aus? Mehr Geld jetzt? Ich glaube, ich muss die Leute in den Läden einfach mal noch ein bisschen fortbilden, damit das besser funktioniert. Denke ich. Dass wir dann mehr Profit rausschlagen können. Damn. So, Iron Horsey. Und The Deepest Fall, 40 Tage. Mhm. Was mir Cox? Cebu gilt nicht mehr als neu. No one cares about Cebu. Aber um den Profit vielleicht rauszuschlagen, können wir natürlich, falls das jetzt nicht klappt, nächsten Monat nochmal eine große Marketingkampagne starten. Ja, das wäre auf jeden Fall mein Plan. So, was geht, Alter? Nice, irgendwie. Da geht's schon gut ab. Hui! Was ist Spaß haben, ne? Wie ist denn die Bewertung von dem Ding? Nice. 4 Sterne. Und Venom ist wirklich preiswert. 10%. Klar, $16. There you go. Boom. Das muss ich ja auch rechnen, wa? Und wie sieht das aus? Komm, mach doch mal die 6000 Gewinn. Das reicht nicht. Bei weitem nicht. Okay, gut. Dann... Da ich keine Hotels bauen kann, machen wir doch mal Marketing en masse. Und zwar... Spalten Einfluss, mehr Teenager, weniger Erwachsene. Galpi-Videos. Galpi-Videos. Mehr Familien, aber weniger Teenager. Mehr Erwachsene, weniger Familien. Eigentlich ist der Park auch dafür ausgelegt. Boom. Und nicht automatisch erneuern. Wir testen das erstmal aus. So. Spaltender Einfluss. Marketing mit hohem Einfluss. Was ist das? Jede Menge Erwachsenengruppen ideal für jede Menge Teenager. Menge Familien. Probieren wir das mal. Ohne automatisch zu erneuern. Was? Marketing-Mogul freigeschaltet. Great. Habe ich noch nicht einmal gemacht. 2 Marketing-Kampagnen gleichzeitig geschaltet. Das war wohl neu fürs Game. Gut, das checken wir den Monat jetzt natürlich mal ab. Mal gucken, wie viele Leute wir damit anloggen können. Da steht einfach da... stand da, ne? Irgendwie sowas. Sundial gilt nicht mehr als neu. Zieht jede Menge Familien an. Bam, fertig. Zieht jede Menge Erwachsenengruppen an. Bam, fertig. Okay. Mia, ja gut, da gibt's nur Chief Beef dann. Chief Beef. So, schauen wir mal, ob das wirklich den gewünschten Absatz
mit sich bringt. So. So lange warte ich nicht auf Venom. So lange fährt die doch gar nicht. Ja, what the fuck? Ich meine, hier geht es doch wirklich nur um Profit. Jawohl. Gewinne, gewinne, gewinne. Also ich würde warten auf das Ding. Weil ich meine, ist ja logisch. Wenn du wartest, fährst du auch so lang. What the hell? Hauptsache, die Warteschlange ist auf 100%. Das ist ganz wichtig. Und 11 Minuten ist ja wohl ein Witz. Die waren noch nie in einem richtigen Vergnügungspark, die Bobbys. Ich sehe schon, 2000 Leute im Park gerade. 2500 Leute. Ich bin in Kotze getreten. Nur noch 11%. Und 16%, man hat mich bestohlen. Die Sicherheit ist großartig. 11% und 16%, die Sicherheit sagt Penisse. Also, eins von beiden muss ja stimmen. Auf jeden Fall haben wir jetzt 2500 Leute im Park. Das bedeutet, wir sollten auch den entsprechenden Umsatz, hoffe ich doch, wieder mitnehmen jetzt. Will ich das sehen? Eigentlich nicht. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Ja, ja, das sind bei weitem keine 60 FPS. Aber alles ist voll, wie man sieht. Nice. Forschungsprojekt, alles klar. Fertig. Und das war's. Wir haben alles erforscht. Eton. Eton. Und 3000. Voll. Nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Aber, naja. Nothing more to say. Ich glaube, das läuft in der Beschleunigung auch gar nicht auf 60 FPS richtig. Weil ich beschleunige. Das können wir eigentlich sehen. Unter Einstellungen. Grafik. Hey, nicht da, da. Voreinstellung Ultra. Indeed. Indeed. Lens Fleur. Warte mal. Other Qualität. Irgendwo steht es. Aber Aktualisierungsrate 60. I don't know. Nee, aber irgendwo war doch was mit Eckqualität, Umgebungs-Mehrfach-Sampling. Feldtiefe. Das sieht sehr geil aus, wenn man das anmacht. Ist aber irgendwie unnötig. Ist das dann doch hier? Kamera? Nee, ist auch nicht. May? Ah, ja, ja. Ich dachte, das sieht man da irgendwo. Ist egal. Let's go on. Das hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht, muss ich mal gerade ganz ehrlich sagen. Ja, Marketing fertig und fertig. So, vielleicht geht da jetzt was. Genug Marketing rausgehauen. Die Sicherheit ist großartig. 5%. Way. Loop hat ein technisches Problem. Ganz schlecht. Ganz schlecht gerade. Wirklich. I am dead fucking serious. So, ich will auch lieber hier gucken, um ehrlich zu sein, ja? Little Schts. So. Hier fehlt irgendwie Musik. Vor allem Umsatz. Deutlich. Irgendwie hauen wir es nicht mehr so raus. Wir hatten übergangsweise mal genug. Aber das ist jetzt gerade nicht mehr der Fall. Ich finde, dass die erwarten, dass ich Hotels baue. Ist aber nicht kann. Ziemlich beschissen. Um ehrlich zu sein. Sonst hätten wir es wahrscheinlich schon längst rausgehauen. Was? Sundial, Rockdo, Pussy und Venom. Scheiße. Gebäude. Bauplan. Gibt's hier ein Hotel? Innenstadt-Dock-Gebäude. Innenstadt-Gebäude. Innenstadt-Gebäude 2. Wahrscheinlich riesig. Jo, war ja klar. Das kann ich aber nicht als Hotel durchgehen lassen. Wolkenkratzer. Alter. Nice. Boom. Hotel incoming. Was kann man unten reinbauen? Chief Beef. Echt jetzt? Okay. Cool. Nicht wirklich. Sci-Fi Solarturm. Der ist cool. Ist das Teil. Jupp, jupp, jupp. Also, Hotels gibt's hier nicht. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich habe aber wirklich nachgeguckt, um ehrlich zu sein. Komm, ihr müsst mehr Profit raushauen, ihr armen Säge. Achso, ich wollte ja mal das Personal fortbilden. Da war ja was. Let's do this. Personal, Verkäufer.
So, 160 fortbilden, 165 fortbilden, 165.